So, schauen wir nochmal hier. Was haben wir hier noch? Guck mal, ganz viele Köpfe. Was ist das hier? Okay, so eine normale Pistole. Alter, was geht hier ab, ey? Morgen ist ja deine Operation. Grafikfehler. Also ist das. Macht nichts. Du hast gedacht, dass du wegkommst und dich rettet, was? Es sind jetzt 6 Monate. Sag dich doch. 6 Monate. Habe ich doch gesagt, dass wir einen Zeitsprung von einem halben Jahr gemacht haben. Deswegen ist jetzt, werden wir uns wahrscheinlich Dezember, Januar, irgendwie sowas. Und, oh, der Kopf gefällt mir gar nicht. Der leuchtet schon so ekelhaft. Fiese Sache. Generell so Dinger mit Puppen und sowas, ne? Das ist ja fürchterlich. Da kann ich, könnte ich ja nicht. Oh, nee, da ist schon wieder so ein komisches Trötenvieh. Was sind das für komische Dinger, bitte? Da. Da. So, Bock in der Bronco. Ich glaube, das ist gegen die besser. Komm. Hallo. Ich vergeude jetzt nicht irgendwelche Munition an dich. Schau in meine Richtung. Warte, da liegt was. Sag mal hier. Die Ausrüstung ist eine Art Spezialkleidung. Ach so, weil ich lange gedrückt habe, glaube ich. Ach fuck, jetzt habe ich es direkt genommen. Mist. Ja, klasse. Jetzt haben wir keine Zeit, da gerade drauf zu achten, was das ist. Hier liegt noch mehr rum. Ach komm. So und nochmal so. Man muss den am besten wirklich auf den Kopf schießen, ey. Weil irgendwie, ich glaube, die machen dann auch wieder so einen kleinen Zeitsprung oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, das sieht eher so aus, als wären irgendwelche Geister, die aus so Rissen da sind. Ja, ich, was ich dir angetan habe? Noch gar nichts, Junge. Ich kann ja mal. So, jetzt reicht's mir, jetzt fliegt da mal eine Runde. Und jetzt seid ihr dran. So, den Kinnhaken, kannst auch noch einen Kinnhaken haben, das ist kein Problem, ich habe Kinnhaken für alle. Bäm! Ja, komm her. So, nochmal, 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 komm her. Okay, nochmal. So, hammert jetzt, vielen Dank, die Herren. Ihr habt mal wieder nichts dabei, ne, undankbar seid ihr auch noch. Naja, so, was lag denn noch hier? Hier lag doch was, genau. Oh, schon wieder von Elisabeth. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Aber am Ende muss er für uns alle bezahlen, oder? Wo fängt seine Schuld an? Und wo endet meine? Meine Schuld? Moment mal. Ich glaube, die spricht nämlich da gerade von uns, aber wir haben noch gar keine Schuld. Die sind hier einfach alle auf uns losgegangen. Was haben wir hier? Okay, gucken wir uns das mal eben an. Mich von meinen Ketten zu befreien. Doch am Ende ließ er mich im Stich aus reinem Eigennutz. Doch in gewisser Weise bin ich ihm dankbar. Er machte mir klar, wie viel Vertrauen unsere Spezies verdient hat. Setzte auch einst Vertrauen in die Menschen. Es scheint, wir haben etwas gemeinsam. Stellt die sich mit Gottsgleiche jetzt gerade aus? Was haben die mit der gemacht, ey? Ich liebte den Propheten nicht stets. Flüchtete gar vor seiner Umarmung. Leugnete, dass ich sein Fleisch bin. Folgte einem Mann, der alles zu sein schien, was mein Vater nicht war. Aber das war ein falscher Hirte. Und als die Wölfe mich jagten, war er nicht da. Oh krass, ey. Oh krass. Was ist hier abgegangen, ey? Was, 6 Monate waren wir nur weg, ey. Und die titscht jetzt so voll am Rad. Jewe. Sicherheitscenter.
gucken, ob wir nicht hier im Sicherheitscenter irgendwas finden, was wir klauen können. Naja, irgendwelche Knöpfe hier mal dran drehen, da mal drin drehen. Oh, ein Knopf, wo drauf steht, bitte nicht betätigen. Selbstzerstörung. Nochmal, was geht denn hier ab? Hier geht gar nichts. Ach, guck mal, das habe ich jetzt gerade aus Versehen aufgenommen. Moment. Mit der Zeit glaube ich immer weniger an Gott und immer mehr an Lutez. Meine Kräfte schwinden in dem Maße, wie die Reue in mir wächst. Und all das nur, weil mein Vater mich im Stich ließ. Als mir klar wurde, wie weit ich gegangen war, konnte ich es schon nicht mehr stoppen. Aber es gibt noch eine letzte Chance auf Erlösung. Für uns beide. Hä? Das habe ich jetzt gerade nicht so wirklich kapiert, was die damit meinte. Das habe ich jetzt nicht wirklich verstanden. So, jetzt gucken wir mal hier, können wir jetzt auch wirklich mal gucken. Hut, das eben war, glaube ich, auch Hut. Nach jedem erfolgreichen Kill bis zu 5 wird der Schaden der Waffe erhöht. Wird 10 Sekunden nach dem letzten Kill zurückgesetzt. Vergleich, was haben wir jetzt da drauf? Beim Schießen haben leere Clips einen 40%igen Chance. Achso, ja, stimmt. Okay, dann war das eben doch kein Hut. Jetzt habe ich es einfach nur so mitgenommen. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie man das aufhebt. Das ist schon so lange her. Bob, bob, bob. Hier war es, glaube ich, gar nicht. Puh. Ne, hier. Kontrollpunkt, Optionen. Ich guck mal kurz in den Optionen nochmal nach. Oh je, ich habe das Spiel jetzt schon fast komplett durch und ich kenne das immer noch nicht ganz. Steuerung, Tastatur. Gehen, benutzen, Voxophon, J, kämpfen, bla 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 bla. Navi, Spielmenü. Das ist jetzt nicht so das, was ich gesucht habe. Kraftmenü, Kim Korn. Jetzt weiß ich mir jetzt, okay, hier, oh. Haben wir auch eigentlich gar keine Zeit drin verbracht, ne, im Spiel. So, hier haben wir das mit den Waffen. Kräfte haben wir gar nicht aufgebessert. Das ist aber auch mega teuer, muss ich schon echt sagen. So, hier Ausrüstung, Munitionskapazität. Was haben wir da sonst noch? Das mit der Waffe haben wir halt. Ja, wachsophones Geld. Was haben wir hier? Brennender heiliger Schein. Ja, okay, dass Nahkampfangriffe mehr Schaden machen. Betäubung, okay. Lassen wir das. Ups. So, erhöht den Streuschadenradius von Sprengwaffen. Ist eigentlich totaler Müll, ne? Aber wir haben nichts anderes. Tod von oben. In einen Gegner mit einem... Ja, okay, das ist alles irgendwo, ne? Dasselbe. Bullen anschauen ist immer noch das Geilste eigentlich. Wenn du kein Salz mehr hast, nutze Gesundheit, um deine Kräfte einzusetzen. Ist klar, ich hab schon so kein... ich verreck schon so immer. Nee, nee, das lassen wir mal. Alles so, wie es ist. Ja, ich merk schon, so der Pro bin ich ja nicht so in dem Game irgendwie. Gut, wobei ich auch sagen muss, das ist das erste Mal, dass ich einen Shooter spiele und dazu dann noch die ganze Zeit quatsche, ne? Das ist schon gar nicht so einfach. Das ist ja immerhin so wirklich das erste richtige Let's Play, weil ich auch schon so lange so durchgezogen habe. Wobei man sich auch wirklich so krass konzentrieren muss teilweise. Das ist schon nicht einfach. Da vorne ist ein Voxophon. Da ist der Schalter. Ich hab doch eben gesagt, ein Schalter, Selbstzerstörung, der alles zerstört. So, was sagt die denn jetzt hier wieder über uns? Oder über sonst wen? Was ich getan habe, lässt sich nicht ungeschehen machen. Ich kann nicht stoppen, was ich angestoßen habe. Aber vielleicht kann ich verhindern, dass es je anfängt.
Er war meine erste Hoffnung. Jetzt ist er meine letzte. Heißt es so viel, wir können sie immer noch retten? Gut, ich drück einfach mal den Selbstzerstörungsknopf. So, und... Selbstzerstörung aktiviert. Rette Elisabeth. So sollte ich runter und zu Elisabeth kommen. Die ist da jetzt die Prophetin, als ob die mit uns kommt. Wow! Deswegen, ich wundere mich schon, warum ich zurückgehen kann. Alter Schwede, hat mich gerade erschrocken, ey. Ich hatte nämlich S für zurückgehen gedrückt, aber das ging nicht. Und deswegen habe ich gerade so beschissen umgedreht, ey. Fuck, das war jetzt natürlich doof. Ja? Ja, kommt mal her. Zack. Ui. Der kann nicht mehr denken. Der Kopf ist weg. So. Hab da jetzt davon. Boah, aber alter Schwede, hab ich mich gerade wirklich richtig, richtig erschrocken. Boah. Ich hab mir nur gedacht, warum funktioniert meine S-Taste gerade nicht? So, die Schrot behalten wir nämlich, weil hier ist noch Munition, die wir einstecken. Naja, komm, wir retten dich jetzt erstmal aus deinem Wahn. Ui. Oh, guck mal, der hat auch eine Shotgun. Guck mal, bam. Oh, da feuern wir. Hättest du mal deinen Mund nicht so aufgerissen, dann würdest du jetzt noch leben. Mach mal. Ups. Geil, die haben sich selber abgeballert. Aber ich will hier wieder den Blitz reinhaben. So. Dann, wir können gar nicht darüber sprinten. Das ist gerade ein bisschen blöde. Uah. Moment. Nix da, Junge. Du kriegst jetzt. Zack. Weg mit dir. Ach, du da hinten auch noch? Zack. Alles kein Problem. Wir haben einen schönen Karabiner. Was labert die denn jetzt da? Gibt er dann nach, oder er wird auf ein Nichts reduziert. Auf ein Nichts reduziert. Müssen wir jetzt wieder in den Fahrstuhl oder müssen wir jetzt hier rein? Ne, von hier sind wir gekommen, ne? Stimmt, dann werden wir wohl nochmal in eine Runde Fahrstuhl fahren. Und hören uns das Voxophon hier an. Viel Spaß! Morgen kommt die Leine ab. Denn all das muss einmal ein Ende haben. Aber selbst wenn ich den Siphon zerstöre, werde ich stark genug sein, um alle Türen zu sehen und diejenige zu öffnen, die ich mir aussuche. Und wenn ich ihn herhole, wer kann sagen, ob er gegen die Monster bestehen kann, die ich schuf? Ich glaube, die meint uns. Und ja, wir werden das schon schaffen. Nur ich habe jetzt gerade voll keinen Plan, wo es weitergeht. Mussten wir da zum Knopf drücken oder so? Moment, da blinkt noch irgendwas auf dem Boden. Ich glaube, das ist Karabiner, oder? Ne, Sniper. Ach, das habe ich, glaube ich, hier hingeschmissen. Stimmt. Stimmt, ja. Ich guck mal einfach hier, ob ich den Knopf drücken kann. Ja, ich kann diesen Knopf drücken. Push the button. Und weiter geht's. Ich dachte, es geht eigentlich nach oben. Aber okay. Wird schon richtig so sein. Ach stimmt, wir haben jetzt die Tür wahrscheinlich unten aufgemacht. Jawohl. Das ist, glaube ich, wieder ein Riss, oder? Das ist die wirklich. Elisabeth, halt durch! Das scheint die wirklich zu sein. Ne, ist ein Riss. Fuck. Ein Riss? Was ist das? Warum fragen Sie was? Die wahre Frage. Bitte gib mir jetzt eine Antwort. Lebt, lebte, wird leben. Stirbt, starb, wird sterben. Komm, ihr zwei. Diese verdammten Nutessis, ne? Die könnten mir ja mal eine vernünftige Antwort geben. Da oben ist sie, glaube ich. Aber das sieht mir verflucht in einer Falle aus. Elisabeth? Hallo? So, Moment.
Komm, jetzt holen wir sie. Leiten die Irren das Irrenhaus. Oh Gott, wie sieht die denn aus? Sie hören nicht mal mehr auf mich. Ich kann nur zusehen, wie sich das, was ich in Bewegung gesetzt habe, seinem Ende entgegentreibt. Sieht irgendwie voll alt aus. Ich brauchte meine ganze Kraft, um dich herzuholen. Elizabeth, ich verstehe nicht. Ich hab dich schreien hören, ich wollte dich holen. Sind wir... Hier. Nimm meine Hand. Oh Gott, die ist ja voll alt. Was ist hier los, ey? Ach du Scheiße. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die Berge der Welt in Flammen hüllen. Sag, was du willst über Comstock. Er war ein höllisch guter Wahrsager. Nicht die Folter hat mich gebrochen. Auch nicht die Indoktrinierung. Es war die Zeit. Die Zeit vernichtet alles, Booker. Selbst die Hoffnung. Ich wollte Gott. Songbird. Er stoppt dich immer. Ich hätte einen Weg gefunden. Nein. Es ist zu spät für mich. Ich hab dich zu deinem Besten hergebracht. Zu euer beider Wohl. Hier. Was ist das für eine Karte? Was ist das? Es ist für sie. Sie wird es entziffern. Was steht da? Für wen? Es ist ein Hinweis. Was für ein Hinweis? Wie man nicht ich wird. Okay, wow. Ey. Oh Scheiß. Wie geil. Puh, okay. Kann ich mir die Karte jetzt nochmal angucken oder so? Achso, jetzt habe ich das einfach nur ausgemacht. Puh, okay. Die scheint... Wir sind jetzt wieder zurück. Die hat uns kurz wahrscheinlich hingegangen, um einfach nur zu zeigen, was passiert, wenn wir die nicht retten. Jetzt hat sie uns... Zurück. Ja. Ich wollte gerade sagen, jetzt hat sie uns wieder zurückgebracht. Bevor sie... Es ist noch Zeit. Ja, und deswegen muss man uns jetzt beeilen. Komm, wir beeilen uns jetzt. Die holen wir wieder. Ihr zwei da oben. Wenn sie sich wehrt, setzt die Maschine. Comstock, was machen Sie mit ihr? Mach hier auf. Sofort. Wie sagt man in solchen Lagen? Leider zu spät. Nein, wir sind noch nicht zu spät. Noch sind wir nicht zu spät. Wir kommen hier rein. Nein, 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 nein. Was geht hier ab? Da rein. Vielleicht, wenn ich diese Maschinen oben stoppe. Gut, dann folgen wir mal den Kabeln hier. Schalte die Maschinen ab. Machen wir. Hier wird uns nichts aufhalten. Oh Gott. Moment, machen wir mal eben so. So. Nixer. Nein, wird sie nicht. Das Ganze ist ja schon fast eine Kindesentführung hier. Alter, wie viele kommen hier denn noch, bitte, ja? So, jetzt durchsuche ich die mal erstmal. Silver Eagles. Okay. Den können wir noch dreimal machen. Oh fuck, jetzt ist genau da hängen geblieben. Das war natürlich sehr intelligent. Stopp! Oh, ich habe wieder mal nicht auf meine HP geachtet. Sehr intelligent. Aber ist kein Problem. Oh, jetzt sind wir wieder hier unten. Wir wollten uns doch beeilen. So, das Ding haben wir erledigt.